Willkommen zurück bei Sea of Stars in der Gletscherwanderung und mit meinem Team unter dem Eis. Ah, aber es wird besser. Ich habe den schon mal hier dran vorbeigeschoben bekommen. Jetzt muss ich nur noch diese Eissäule loswerden. Okay, bin gespannt, was auf mich zukommt nach dem Intro. Oh, nicht die schon wieder. Wie auch immer ihr es geschafft habt, es war töricht, hierher zu kommen. Ihr seid töricht und in der Klemme. Eure Freunde haben schon auf dicke Hose gemacht. Haben sie euch nichts erzählt? Oho, wie angriffslustig sie sind. Angriffslustig und arrogant. Na los. Kommt, wir wollen Spaß haben. Wow. Also den mit dem Schloss werde ich eh nicht knacken. Aber ich kann ihn verzögern. Na super. Das Schild bringt eigentlich gar nichts. Na, ebenso auf einen Schlag 135 Punkte zurück, ne?
Richtig sehen, dass der ultimative Schlag fertig ist bei Serai. Skills. Ultimativ, ja. Hau rauf. Kanonen der Amtliche. Abfeuern. So, Captain Klischee schlägt zu. Das ist so ein geiler. Da ist der Spezialmove wieder drauf. Ah, ärgerlich. Ja, einen haben wir. Und Nummer 2 haben wir auch. 6.336 Erfahrungspunkte. Ihr hattet wieder nur Glück. Beim nächsten Mal gewinnen wir, ganz garantiert. Komm, humpeln wir zurück. Keuch, Keuch, siegt, siegt und feiert eben. Ja, ja, das war alles nur Glück. Und kommt ja nicht zurück. Wir sind stärker. Wir sind nah dran. Ich fühle es. Wir werden irgendetwas Wichtiges finden. Tun wir es. Oh, was für Kletterpfade hier, echt. Hey, ihr könnt mir doch nicht den Rückweg schon wieder wegnehmen. Und noch ein Rückweg abgeschnitten. Ich kletter hier unter Einsatz meines Lebens.
Na, was habt ihr bekommen? Amulett der Sonnenwende erhalten. So viel Energie. Es ist dieselbe Macht wie... Wie kommen wir hier nur raus? Wir sind gefangen. Der Weg ist abgeschnitten. Wir sind am Ende. Oder wir könnten diesen Block schmelzen. Doch die Himmelsrune ist hinüber. Kaputt. Effekt. Was? Du kannst jetzt mit RTLT die Tageszeit kontrollieren, ohne auf einer Himmelsrune stehen zu müssen. Oh, ist das cool? Wow, du kannst das jetzt also nach Belieben tun, ohne die magischen Runen? Das Amulett reagiert wirklich stark auf unsere Magie. Es ist was Außergewöhnliches. Wir haben, was wir wollten. Kehren wir zu Rashan zurück. Und das ermöglicht mir, die defekten Runen zu reparieren. Oder zumindest zu nutzen. Soll ich mal hierbei mal bei Mondlicht spielen? Jetzt wird's echt krass. Ich glaube, da war nichts mehr, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, war hier ja nichts gewesen. So, wir kommen der Sache näher. Einmal Siegel der Reinheit gefunden. So, normale Angriffe heilen im Ausmaß von 15%. Magie VDT 10. Siegel der Reinheit. Skills kosten ein Mana-Punkt weniger. Aber boah, magische Verteidigung, die geht dafür richtig runter. Oh, guck mal hier. Maximale Gruppen-LP plus 20, das Füllhorn. Wann habe ich den denn bekommen? Sonnenwende-Magie?
interessant, dass der hier ihn gar nichts kostet. Aber er hat, glaube ich, auch keine Magie, ne? Sorry. So, deutlich besser. Was war denn hier das hier? Abacus? So, wunderschön. Gal und Serai lernen den Combo-Skill Item Roulette. Was auch immer Item Roulette ist. Gal wählt ein zufälliges Item für einen Spezialeffekt aus. Cool. Da ist auch einer drin eingefroren. Einmal Saphirerz gefunden. Es geht vorwärts. Ja, die Regenbogenmuschel. Es lohnt sich manchmal doch zu gucken, was da noch so ist.
Ich finde es auch mal voll cool, einfach hier bei Mondstein rumzulaufen. Das ist auch voll schön. Ah, das Portal ist auf. So, das gibt's aber dann in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt bei Sea of Stars und bis zum nächsten Mal dahin dann, wenn wir durchs Portal schauen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und schaltet wieder ein. Bis dann, ciao, ciao.